Hey! Thomas! Hallo Benjamin! Unsere zweite Aufnahme. Richtig, wir haben nämlich eben schon mal ein Video gedreht. Da waren wir im Freien. Das war auch total lustig. Ich bin so eine große Showtreppe runtergekommen von so einem komischen, merkwürdigen Gebäude. Und unten standen zwei Elefanten. Ja, ist wirklich. Und wir haben uns so eine Mühe gegeben. Leider war der Ton zu schlecht und Benjamins Handy ist schon wieder. Irgendwas ist da, ich verstehe es nicht. Er hat es nicht aufgenommen. Auf jeden Fall habe ich jetzt Benjamin kurz nach Hause gefahren. Ja. Der hat es nämlich ganz. Böses Aua am Fuß. Ja, wirklich jetzt, ist kein Witz. Ja. Und wir wollten eigentlich nur noch eine kurze Videobotschaft für euch aufnehmen, weil unsere beiden Erfolgspodcasts, die Zentrale und Rotz und Wasser, gehen in die Sommerpause. Was bedeutet Sommerpause? Das bedeutet, dass wir jetzt so ungefähr 6 bis 8 Wochen nichts hochladen, aber... Naja, also nichts Neues hochladen. Ja. Aber... Es kommt noch eine Rotz- und Wasser-Folge. Definitiv, ja. Definitiv. Also stimmt es ja schon mal gar nicht, dass wir gar nichts mehr hochladen. Das stimmt. Es kommt eine neue Rotz- und Wasser-Folge. Ja, jetzt. Erst habe ich den Downer gemacht und jetzt kommt das. Achso, jetzt kommt. Dann kommt ja noch dieses. Die Zeitreisende Special. Ja, da freust du dich drauf, ne? Ja, natürlich. Ich euch fertig machen. Wie? Thomas werde ich machen und Olli werde ich machen. Ja, ja. Und. Die Benjamin-Kasper-Show. Hast du da schon einen Jingle für? Er ist Benjamin, er macht die Zeitreisen. Der eine hat doch gesagt, ihr sollt irgendein Lied a cappella einsingen. Wie würdest du das schon? Wie gut wärdest du und Donny würde ein a cappella Lied Benjamin? Gut. Benjamin. Ich lasse mir was einfallen, okay? Gut. Ja, das. Und wir haben 250 YouTube-Abonnenten. Haben wir 249? Nee, 250. Witzig, dann kann ich ja die abonnieren, sind sie wieder nur 249. Ja, ja, okay. Ja, gut. Wir wollen dafür jetzt an diesem Sonntag ein kleines Special hochladen. Mhm. Und zwar ein altes, 3 Jahre altes Video. Ja, stimmt. Und hier in Berlin gibt es so eine S-Bahn-Strecke. Ja, so eine Art Lost Place. Ja, aber wir dürfen jetzt gar nicht so viel erzählen. Nein. Wir gucken ja die Leute das Video gar stimmt. nicht. Also, ja. Ich versuche es in einem Satz zusammenzufassen. Ein Video von uns, was schon ein bisschen älter ist, was wir eigentlich gar nicht mehr veröffentlicht wollten. Aber jetzt... dem Anlass entsprechend nochmal rauskramen. Genau. Und es ist wirklich witzig. Ja. Es ist wirklich lustig. Und wir haben uns überlegt, damit die 8 Wochen für euch nicht so langweilig sind, diese 6 bis 8 Wochen, werden Thomas und ich generell jede Woche oder alle 2 Wochen irgendwas Altes hochladen. Jede Woche? Ja, ich habe ja ohne Witz gestern so ein bisschen unser Archiv durchstöbert, was ich noch so zu Hause habe. Und habe da so das ein oder andere Schmankerl gefunden. Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Ja. Wir laden jede Woche was hoch. Aber manchmal geht es nur 5 Minuten, manchmal 30 Minuten. Vielleicht. Okay, so machen wir das. So machen wir das. Ja, muss ich mir aber nochmal schreiben, Corona. Muss ich mir aber nochmal schreiben, weil ich das sonst vergesse. Nee. Aber, wenn wir wiederkommen, wir haben uns vorgenommen, Rotz und Wasser, müssen wir gucken, die Themen. Da haben wir auch schon ein paar heiße Eisen im Feuer. Mhm. Und bei Zentrale wollen wir auf jeden Fall jetzt langsam mit dem Clarissa Franklin-Zyklus anfangen. Das heißt, unsere nächste Folgenbesprechung wird, wenn alles klappt, also unsere nächste längere Besprechung, Stimmen aus dem Nichts, Folge 76, könnt ihr jetzt schon mal vorhören. Clarissa Franklin-Zyklus. Ja, weil da gibt es Menstruationszyklus. Ja. Und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und bei Ebay... Hast du mir nicht gesagt, ich soll dir das Geld überweisen? Ja, richtig. Du hast keine Kosten und Mühen gescheut. Habe bei Ebay für jeden von uns, für Benjamin, für Olli und für mich, den ersten 3-Fragezeichen-Film ersteigert, weil ich habe keine Lust, das zu verleihen, weil ich krieg's nie wieder. Und ich habe auch keine Lust, dass die beiden zu mir kommen und wir den Film zusammen gucken, Filmabend. Deswegen kriegt jeder einen Film. Das hier ist Benjamins Exemplar. Dankeschön. Gerne. Ja. Und werden dann demnächst mal uns zusammenfinden und den Film zusammen gucken und einen Audiokommentar dazu aufnehmen. Jetzt ist es ja so, dass die Audiokommentarspalte ja zuerst bei Patreon veröffentlicht wird. Mhm. Wir sind aber dafür, dass ja alle Hörer das irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Richtig. Und deswegen kriegen die anderen das einen Monat später ungefähr, würde ich ungefähr sagen. Ungefähr. So sagen wir mal, vielleicht so 2-3 Wochen nach der Stimme aus dem Nichts Veröffentlichung. Und jetzt habe ich das schon im ersten Video gesagt, wo du böse auf mich eingewirkt hast, wie ich sowas sagen soll. Ja. Ihr könnt ja auf Patreon gehen, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, nimmt die billigste Variante bei Patreon für 3 Euro. Genau, wir haben so immer Stufen 3 Euro, 5, 10, 30, 150. Und wenn ihr uns gar nicht unterstützen wollt, dann geht ihr, dann kündigt ihr das denn einfach wieder. Dann zahlt ihr einmal zwar 3 Euro, aber ihr geht da wieder raus und könnt euch alles angucken, was wir bisher gemacht haben.
Ja. Oder wenn ihr ganz große Menschenfreunde, Philanthropen seid, dann zahlt ihr 150 € bei Patreon und wir werden den Audiokommentar sofort für alle Menschen hochladen. Das heißt, ihr, derjenige von euch, der die 150 € zahlt, hat damit einen Dienst an die Menschlichkeit erwiesen. Fände ich gut. Noch was? Wenn uns jemand jeden Monat 10.000 € zahlt, dann müssen wir nicht mehr arbeiten. Dann müssen wir nicht mehr arbeiten. Und wir veröffentlichen jede Woche eine Folge Zentrale, eine Folge Rotz und Wasser. Vielleicht jede Woche eine Zentrale. Wenn uns jemand 100.000 € spendet, dann ziehen wir bei ihm ein. Nee, ja, nein. Also, nee, bei 250.000 € holen wir uns eine Villa, ja, und machen da Live-Kameras hin. Ja. Wenn uns jemand 1 Million €. Ja. Ja. Gut. Das ist übrigens der Moment, wo du bitte aussteigst. Okay. Ja. Wir sehen uns denn, ja, scheiße, nächste Woche schon wieder, ne? Ja. Ja, okay. Ja. In den 8 Wochen heißt es übrigens nicht, dass wir beide nichts aufnehmen. Ja. Wir nehmen sehr viel auf, Olli wahrscheinlich auch. Ich dachte wahrscheinlich nicht. Weil wir merken ganz schön, so wie wir das bisher machen, haben wir ganz schön Druck. Wenn einer krank ist oder arbeiten, dann kommt der trotzdem noch zur Aufnahme. Und ja, wir sind bald herzinfarktmäßig am Ende. Ja, und es ist kein Witz. Ja. Also, dein Laptop ist kurz vorm Abkacken, dein Handy ist kurz vorm Abkacken. Also das, was du mal hochlädst und so, ist gerade sehr in Gefahr. Ist wirklich sehr in Gefahr. Ja. Deswegen müssen wir jetzt so viel produzieren wie möglich, damit, wenn irgendwas kaputt geht, wir was, wie nennen wir das, auf Tasche? Auf Tasche? Nee, eigentlich ist ja jetzt Sommerpause. Also ich fahre jetzt von hier aus an die Ostsee. Ja. Du kannst ja schon mal anfangen. Gut. So, steig bitte aus. Tschüss. Tschüss, macht's gut, schönen Sommer. Ja, toller Sommer. Das ist unglaublich. Ja.